Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich darf ich Sie begrüßen zu unserer 12. Vorlesung in der Reihe Grimms Märchen, tiefenpsychologisch, religiös, philosophisch interpretiert im Sommersemester. Dankbar bin ich für Ihr bleibendes Interesse und für Ihre Neugier, denn ich habe die Erwartung, dass es sich in Ihren Ohren und Augen ein bisschen gelohnt hat, dabei geblieben zu sein. Wir haben die Märchen als so vielseitig kennengelernt, wie Sie es kaum vermutet haben werden. Märchen sind nicht einfach Wunscherfüllungsfantasien, Geschichten für kleine Kinder zur Unterhaltung dargeboten oder als Filmsujet für irgendwelche verrückten Leinwandstreifen. Was wir gesehen haben in den Märchen, ist eine ausgefeilte Interpretation von Grundproblemen unseres Daseins, meist schon verschlüsselt in den Anfangssätzen. Die geben die Richtung wieder, in die man sich bewegen müsste, um zu einer Lösung zu kommen. Aber der Weg kann nur richtig werden, wenn man die Tiefe des Problems begreift. Die kann weltanschaulich sein. Sie entsinnen sich an Frau Holle. Was ist es mit der Ungerechtigkeit auf dieser Welt, die man so deutlich spürt? Andere Probleme. Was ist es mit der inneren Zerrissenheit, die jederzeit drohen könnte? Umgekehrt, wie könnten wir uns selber entwickeln, ohne immer wieder aus den eigenen Widersprüchen den Motor zur inneren Bewegung zu finden? Wir haben die Geschichte von Schneeweißchen und Rosenrot miteinander gelesen, wie mitten im Kontrast ein Geschwisterpaar immer wieder sich an den Händen hält und einig bleibt. Denken und fühlen, innen und außen, Welterfahrung und Reinheit. Wie geht all das zusammen? Auf solche Fragen konnten Märchen antworten. Was ist es, wenn wir die Zeitung lesen? Eine unendliche Angst kann uns gemacht werden, aber vor was? Die Geschichte der Eule konnte uns zeigen, wohin das führt. Eigentlich eine Geschichte, die immer bei den Nachbarn spielt. So was käme bei uns nie vor. Wir sind nämlich vernünftig, aufgeklärt, wahrheitsliebend. Vielleicht überhaupt nicht. Vielleicht spielt die Geschichte der Eule überall. Im antiken Abdera, in Peine, da soll sie gewesen sein, aber vielleicht auch in Paderborn oder just da, wo Sie gerade zuhören. Märchen können erzählen Probleme, die quer durch das ganze Leben, nicht nur in der eigenen Biografie, sondern in der Formung der Persönlichkeit, der Charakterprägung geleiten, aber auch verleiten können. Gesagt haben wir, Märchen sind so etwas wie eine Volkspsychologie. Sie helfen uns mitunter, Charaktere so zu beschreiben, dass es viel packender, sprechender ist, als es in jedem Lehrbuch vorkäme. Da haben Sie fertige Begriffe. Psychosen, Neurosen, kann man alles lernen. Aber die Wahrheit ist, lebendige Persönlichkeiten, die als Typen, als geformte Gestalten auf die Bühne des Lebens geholt werden, reden mit uns viel intensiver. Und das lesen wir natürlich in den Märchen. Das tapfere Schneiderlein ist so eine Gestalt. Oder der Schneider im Himmel, davon haben wir in der Reihe der Vorlesungen gleich am Anfang gesprochen. Wir schauen uns um und wir sehen mit mal unsere Mitmenschen spielen in den Märchen oder umgekehrt. Wir lesen die Märchen so, dass sie uns einführen in das Leben. Im eigenen und im Fremden. In der letzten Stunde sind wir auf eine Geschichte gekommen, die in diesem Sinn sehr packend, herausfordernd geradezu ist. Von Not, die Menschen in eine Krise treiben kann, haben wir oft genug gehört. Da war die Geschichte von dem Mädchen ohne Hände. Mit dem Vater drohte der Teufel durchzugehen, wenn nicht das Mädchen sich opferte. Durch Bedürfnisverzicht, durch Wunschunterdrückung. Macht mit mir, was ihr wollt, ich bin doch eure Tochter, sagt sie zum Vater, der dem Kind die Hände abschlägt. Wir haben vorletzte Stunde gehört von Hänsel und Gretel, wie Kinder bis in die Magersucht geraten, weil die Mutter, die sie verstoßen möchte, im Hintergrund sich verwandelt in eine Sehnsuchtgestalt, eine Hexe, in deren Haus alles aus Süßwaren besteht. Nahrungsmittel zum Wünschen angeboten, aber man wird dafür gefressen. Man sitzt im Ställchen und kann sich nur retten, wenn man einen Knochen
durch die Gitterstäbe hält, damit man nicht schon schlachtreif ist für die Hexe. Grausige Geschichten sind das. Aber Not kann solche Angstfantasien hervortreiben, eine ganze Psychologie. Hänsel wird am Ende das Brot, das ihm gegeben wird, auf den Weg streuen, um nach Hause zu finden. Und es wird weggefressen sein von den Vögeln des Himmels. Tragödien, die gleichzeitig, indem man sie ernst genug nimmt und von innen her zu verstehen beginnt, auch Auswege zeigen. Wie kann man da herausführen und gelangen? In der letzten Stunde hatten wir ein anderes Problem, das weniger jetzt durch Armut innerlich und äußerlich als zentral persönlich und seelisch geprägt war. Die Geschichte von der Rapunzel haben wir gelesen. Eine Mutter, die nur leben kann, indem ihr eigenes Kind wie ein Nahrungsmittel, wie eine Pflanze im Garten, unter der Obhut einer Hexe, die sie selber zu werden droht, ihr geschenkt wird. Den Fortgang der Erzählung werden Sie noch in Erinnerung haben. Kaum, dass das Mädchen 12 Jahre alt ist, wird es in eine Turmgefangenschaft verbannt. Aber wieder, Rapunzel befindet sich hoch über dem Kopf der eigenen Mutter. Das ist ein Turm, in den hinein ist sie verbannt. Aber sie kann ihre wunderschönen goldenen Haare herunterfallen lassen, 20 Ellen tief, und die Mutter kann darauf emporklettern. Sie erhöht ihr eigenes Selbstwertgefühl durch die Schönheit, durch die Größe, durch die Erhabenheit ihrer eigenen Tochter. Um die aber legt sich herum die Einsamkeit, eine Sehnsucht, die kaum erfüllt wird, ein Gesang, den man nur vernimmt bei einer bestimmten Sensibilität. Ein Königssohn wird dadurch verlockt, hört, wie die Mutter mit ihrer Tochter redet und nimmt im Ton und Inhalt und in der Sprachgebärde alles so in sich auf, dass er selber an die Stelle der Mutter tritt. Und dann langsam, immer wieder, durch einen Besuch nach dem anderen, bei ihr Eingang nimmt, bis es Rapunzel zu schwer wird, die Mutter immer wieder hochzuziehen. Der junge Königssohn ist viel leichter für sie und den verrät sie durch die Unaufmerksamkeit dieser ihrer Äußerung. Die Mutter ist zu schwer. Dann haben sie in Erinnerung, sie rächt sich, sie verstößt die Rapunzel, die inzwischen mit 2 Kindern unterwegs ist. Sie holt den Königssohn herauf und stürzt ihn, wirft ihn in eine Dornhecke, dass sie ihm die Augen beinahe erblinden. Und so irrt er durch die Welt, die Ehe dem Geliebte wiederzufinden. Sie ahnen und erinnern sich an die letzte Stunde, um zu bemerken, welche Tragödien da erzählt werden. Es geht nicht darum, dass der eine den anderen nicht lieben würde, aber die Art der Liebe ist gebunden an eine schwere persönliche Not. Die Mutter kann nicht leben ohne die Tochter. Die Tochter wüsste nicht zu sein ohne die Mutter. Der Königssohn verliebt, ehrlich verliebt wie ein Erlöser und Retter aus der Turmgefangenschaft des wunderschönen singenden Mädchens, dessen Stimme ihm in die Seele gedrungen ist, als Gestimmtheit seiner Träume, seines Alltags, seiner gesamten Wunschwelt. Kommt nicht daran vorbei, am Ende störend in die Beziehung von Mutter und Tochter einzudringen und am Ende miterleben zu müssen, dass die Tochter verwunschen wird von der eigenen Mutter in eine reine Wüstenei von Einsamkeit, Unerfülltheit, Trauer, verstoßen werden. Aus dem mütterlichen Paradies in eine Welt mit 2 Kindern, von denen man nicht weiß, wie man sie großziehen soll, und einem Königssohn, der auf die Suche geht. Auch das hatten wir beim Mädchen ohne Hände schon einmal. 7 Jahre dauerte es da. In der letzten Stunde bei Rapunzel vernimmt der Königssohn wieder den Gesang seiner Geliebten. Er kann sie nicht sehen, weil die Dornen ihm die Augen verdorben haben. Aber er geht dem Klang der vertrauten Stimme nach. Er vertraut seiner eigenen Angezogenheit und Hingezogenheit der Liebe. Dann ist er seiner Rapunzel aus der Vergangenheit in der Gegenwart ganz nah. Und die Frage ist, kann sie,
die Verstoßene von der Mutter, die von ihm getrennte über so viele Jahre ihn noch lieben? Bei dieser Frage fängt Rapunzel an zu weinen. Sie erkennt ihn wieder als denjenigen, der sie immer noch lieb hat, der all die Zeit nach ihr gesucht hat, der aus Liebe zu ihr so blind geworden ist, dass er die ganze Welt verloren hat. Und die Tränen der Geliebten machen auch ihn, den Königssohn, wieder sehend. Es öffnen ihm sich seine Augen. Und nun haben beide sich wieder. Was ist das jetzt? Eine Wunscherfüllungsfantasie. Man muss nur an die Liebe glauben, man muss durchhalten. Irgendwann kommt sie schon ans Ziel. Dieses Versprechen kann ihr nicht gegeben werden, wenn man begreift, wie an jeder Stelle die Krise zur Katastrophe sich gestalten könnte. Auf wie schwankendem Boden, auf wie dünnem Eis man sich bei alledem bewegt. Und dennoch möchte das Märchen uns sagen, einen anderen Weg habt ihr nicht, als der Liebe zu glauben. Sie ist das Kostbarste in eurem Herzen, das dürft ihr nicht verraten. In Abhängigkeit, in Angst, in Einsamkeit, in Verlorenheit, in all dem zeigt sich doch, wer ihr selber seid, wessen ihr wirklich bedürft. Selbst der Schmerz weist euch noch hin auf das, was eigentlich für euch wie ein Medikament wirken könnte. Und dann kann es so sein, Liebe ist ein Suchen nacheinander. Und das ganze Glück wäre, es gingen einem am Ende nach vielen Verletzungen die Augen auf. Und nach Jahren der Einsamkeit, der Wunsch nach einer Gemeinsamkeit, wie sie vordenklich nie war. Ein Märchen, eine ganze Welt, ein ganzes Leben. Heute nehmen wir eine Geschichte, die ein bisschen ähnlich ist, aber nicht so seelisch tief. Manchmal lieben Leute Worte, die in der Psychologie neu gefunden werden, um etwas zu beschreiben, das auch vorher schon bekannt war, aber nun mit einem neuen Begriff scheinbar auch eine neue Türe aufzuschließen scheint. Man spricht auch bei der Rapunzel schon von Parentalisierung. Das heißt, würden wir eine Rapunzel fragen, was ist dein Hauptberuf, würde sie sagen, Mutters Tochter zu sein. Und wie beschreibt sich dann ein solches Leben? Man ist, durfte, konnte nie etwas anderes sein als in Abhängigkeit von der Mutter, die selber wieder nicht alleine sein konnte, für die man das Lebensmittel zu bieten hatte in der eigenen Existenz. Also durfte man die Mutter nicht verlassen freiwillig, denn sie wäre dann gestorben, todunglücklich geworden. In Verantwortung für die Mutter, die selber gar nicht leben konnte ohne ihre Tochter, musste man ihr das Leben schenken, damit sie am Leben blieb. Auch solche Verwerfungen, Verknotungen und Verknüpfungen haben wir in den Märchen immer wieder erlebt. Eine Verantwortung, die Kindern bereits zugemutet wird, indem sie die Eltern ihrer Eltern sein müssen und deshalb die eigenen Eltern zu ihrer Identität bestellen. Sie leben nur in den Eltern, genauer noch, sie leben als die Eltern ihrer Eltern. Wenn das Parentalisierung ist, kam bei Rapunzel so etwas ganz deutlich vor. Aber es kann viele Formen annehmen. Und die Frage ist natürlich, in welcher Art sind denn die Eltern verpflichtend für ihre Kinder? Wie können Eltern ihre Kinder erziehen, wenn sie selber mit ihrer eigenen Kindheit ohne entsprechende Bewusstwerdung und Durcharbeitung immer noch unglücklich verbunden sind? Das ist eine so wichtige, spannende, aufschlussreiche Frage über uns selber, dass ich Ihnen heute die Geschichte vom Rumpelstilzchen antragen möchte. Ich bin mir sicher, Sie werden jetzt die Ohren ein wenig anlegen und sagen, das kenne ich doch seit Kindertagen. Heute backe ich, morgen braue ich. Oh, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen habe. Kennen wir doch, müssen wir gar nicht weiter hören. Das ist meist ein Fehler. Sie begegnen Menschen, von denen Sie schon zu wissen meinen, um wen es sich da handelt. Sie kennen den anderen in- und auswendig, Sie müssen gar nicht mehr zuhören. Sie haben sofort die Lösung für seine Probleme und die Langeweile, ihm überhaupt zuhören zu sollen. Wie werde ich nur den Mann los oder die Frau, können Sie sich sagen. Sie müssen auf die Uhr schauen, Sie haben Zeitgründe.
Es wird viel zu lang jetzt alles. Wenn Sie wirklich beginnen zu verstehen, müssen Sie sich auf das allzu Bekannte nochmal neu einlassen und Sie werden entdecken, wie viel Unbekanntes darin liegt. Ich beschwöre Sie, verleugnen Sie nicht die neu gewonnene Neugier, indem Sie die Geschichte vom Rapunzel, vom Mumpelstilzchen einmal so hören, wie Sie sie gerade noch nicht kennen. Denn was spielt sich ab in den Menschen? Die Geschichte kennen Sie. Sie wissen, wie sie anfängt, wie sie aufhört. Daran gibt es keinen Zweifel. Aber warum sie sich so gestaltet, das ist das Wichtige. Was geht in den Personen vor sich, wenn von ihnen eine solche Geschichte erzählt werden kann? Und das probieren wir einfach mal. Ich lese die erste Hälfte vom Rumpelstilzchen Ihnen vor und gehe sie mit Ihnen durch. Die Brüder Grimm können genial erzählen, das wissen wir inzwischen. Auch das verlangt natürlich besondere Aufmerksamkeit. Wie wird da erzählt? Hören Sie nur den ersten Satz, da könnten wir eine ganze Deutschstunde draus machen. Ich lese nur diesen Satz mal so vor, dass Sie begreifen, mit welch offenem Herzen, offenen Ohren und offenen Augen man fühlen, hören, sehen und verstehen muss. Es war einmal, das wissen Sie, es war überhaupt nicht, es ist immer. Und es war einmal, weil es sich immer von Neuem aufführt. Überall also. Es ist nicht historisch zu erzählen, historisch war es keinmal, aber es ist ständig gegenwärtig. Das meint die Märchensprache mit, es war einmal. Betrachte etwas, das sich als so wesentlich erzählt, dass du ihm immer wieder begegnen wirst. Als eine Aufführung, die im Untergrund mitläuft. Und wenn du dein Herz, deine Ohren, deine Augen offen genug hältst, wirst du das alles wahrnehmen. In der Tiefe der Existenz von dir selber und von so vielen Menschen an deiner Seite. Es war einmal ein Müller, das ist ein Standardberuf, neben Schmied oder Bäcker oder und so in den Märchen, um 1815 ein sehr beliebter Beruf. Man braucht den Müller zur Verarbeitung des Korns, die Bauern benötigen die Verarbeitung zum Mehl. Nun aber, es war einmal ein Müller, der war arm. Schon werden Sie aufmerksam, wie kann das sein? Ein Müller ist doch notwendig. Zu dem bringt man doch die Kornsäcke. Der hat doch an einem Wasserrad angeschlossen oder am Wind, nach holländischer Erfindung, eine Mühle laufen. Er muss dafür Etliches tun, aber weniger eigentlich als dem Bauern zugemutet wird. Er könnte davon gut leben. Was ist passiert, dass ein Müller arm wird? Es kann daran liegen, dass die Bauern verarmt sind. Es kann an Missernten liegen. Es kann sein, wie es von Friedrich dem Großen mal erzählt wird, dass ein Rechtsproblem auftaucht. An dem gleichen Flussbett, an dem seine Mühle steht, hat ein anderer seine Mühle angeschlossen, aber im Oberlauf. Und die Konkurrenz ist tödlich. Wir hätten plötzlich den Einstieg in ein Wirtschaftsproblem, bei dem Menschen materiell verarmen können. Auch davon haben wir ausführlich erzählt, zum Beispiel bei Mädchen ohne Hände, wie das sein kann. Jetzt müssten wir uns fragen, wie entrinnt man materielle Armut, von der wir wissen, wie schnell sie seelisch zur Armseligkeit entraten kann. Ich lese den ersten Satz hier in der Geschichte vom Rumpelstilzchen vor. Denn vollständig lautet er so: Es war einmal ein Müller, der war arm. Aber er hatte eine schöne Tochter. Ich lese das so überpointiert, empathisch, damit Sie den Bruch, den Zerriss, den Widerspruch in einem Satz, dem Anfangssatz dieses Märchens, deutlich genug machen. Auf der einen Seite eine schreckliche soziale Armut, ein kompletter Abstieg, eine Armseligkeit, Hilflosigkeit,
Aussichtslosigkeit. Und dann steht ein einziges deutsches Wort da. Aber. Sie können das nicht laut genug herausschreien. Das ist der Gegensatz zu allem, in dem der Müller sich jetzt befindet, das ihn gefährden wird, das wie ein offener Rachen ihn zu verschlingen droht. Aber, Sie begreifen, was jetzt erzählt wird, soll seine einzige Hoffnung sein, seine Rettung geradezu. Und worin wird die bestehen? Aber er hatte eine schöne Tochter. Was soll ich jetzt machen? Soll ich Sie auffordern, sich selber die Geschichte weiter auszudenken? Da hätten wir Grund für. Wie ist das bei Leuten, die arm sind? Aber Sie haben eine schöne Tochter. Ist das jetzt obszön zu denken, die können doch den schönen Körper kapitalisieren? Auf dem Heiratsmarkt? Feil bieten? Und daraus etwas machen? Das muss nicht mal anrüchig sein. Wie handelt man mit Immobilien? Da ist natürlich die schöne Lage eines Ortes, an dem ein Haus gebaut werden soll, gerade gegenüber dem Alpenpanorama, gerade gegenüber mit Aussicht auf die Ost- oder Nordsee, natürlich von besonderem Wert. Die Lage, die Schönheit ist selber marktgerecht preistreibend. Wenn das überall so ist, in der ganzen Natur, warum nicht in der natürlichen Schönheit, die ein Mädchen mitbekommen hat? Da kann man doch was draus machen. Da muss man etwas draus machen. Also wird man das Mädchen dahin erziehen, sich als Retterin zu entwerfen für die Armut des Vaters. Der Vater hält auf seine Tochter. Und wir könnten uns jetzt alles Mögliche an Bitterkeiten ausdenken. Manchmal denken Frauen ein wenig selbstironisch sogar von sich selber. Man hat in Paderborn mal wieder gerade Libori-Kirmes, aber dann kann es sein, dass eine Frau noch in der Woche davor sagt, da muss ich hin, ich will meinen Marktwert ausprobieren und will damit sagen, ich bin gerade 45, aber ich möchte erleben, wie ich wirke, wenn ich durch das Getrubel der Leute unter den Karussells, unter den Rädern, unter den Verkaufsständen gesehen oder übersehen werde. Wie komme ich an? Sie war gerade geschieden. Aber den Marktwert der Kunden war, wie viele Chancen habe ich noch, jemanden zu finden, mit dem ich mich neu verheiraten könnte. Da geht es nicht einfach um materielle Käuflichkeit, aber doch um Ansehen, um geliebt werden, um Aufmerksamkeit erringen. Und es ist was anderes als Eitelkeit. Es ist die Übernahme schon der Not, die man bei sich selbst oder bei den Angehörigen findet und abarbeiten möchte durch eine Gunst der Natur, durch eigene Schönheit. Das kann sehr, sehr tief gehen, weil die Armut des Vaters materiell bedingt sein mag, natürlich auch in anderen Berufen als Herr Müller zu sein, und sie kann sich so tief in die Seele eingraben, dass die Erlösung fast unmöglich wird. Jemand, der das gewusst hat, weil er in St. Petersburg der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts gelebt hat, Dostojewski, und im Hinterhof seiner eigenen Schreibstube das Viertel der armen Leute hatte, auf dem Heumarkt. Er schrieb, bevor er noch das letzte bruchstückhaft nur noch zu Ende bringt, in die Kataga nach Omsk verbracht wurde durch Befehl des Zaren, als ein Westler vermeintlich, als jemand, der zu frei denkt, im Sinne der Literatur, die vom Westen eingeschmuggelt wurde. Er konnte die Geschichte schreiben von einem Mann, der vollkommen arm war, aus der Perspektive aber eines Mädchens. Ähnlich wie hier, Njetotschka Neswanowa, heißt die Erzählung. Sie rührt zu Tränen, weil Dostojewski die Armseligkeit in der Seele eines Mädchens beschreibt, das im Schatten eines an sich verzweifelten Vaters aufwachsen muss, ihn retten möchte, aber kaum vermag. Der Vater von Njetotschka Neswanowa war einmal ein Geiger, aber aus lauter Minderwertigkeitsgefühlen, beigebracht durch Erfolglosigkeit in seinem Beruf,
hat er den Mut nicht mehr, die Geige auch nur in die Hand zu nehmen. Er fürchtet sich vor der Offenbarung seiner Unfähigkeit. Er schämt sich von der zu erwartenden Schande. Er tut gar nichts mehr. Die große Gefahr ist, er verkommt. Er vertreibt nicht nur die Zeit sich durch Untätigkeit, sondern es wächst das Minderwertigkeitsgefühl, indem es sich von Tag zu Tag verstärkt. Da tritt jemand ein wirklicher Maestro, ein gefeierter Künstler, und Jedotskas Vater wagt, zu dessen Aufführung hinzugehen. Endlich zeigt jemand, was Geige spielen wirklich heißen könnte, wie man ein wahrer Künstler ist. Sie begreifen nebenbei, dass Dostojewski seine eigenen Minderwertigkeitsgefühle in dieser Musikergestalt wiedergibt. Wer ist er eigentlich? Er hat kleine Erzählungen geschrieben, aber keine wirklich großen Romane, für die er später berühmt werden wird. Er hat Grund an allem zu zweifeln. Das kennen Sie vielleicht auch. Sie sitzen vor einem leeren Blatt. Sie sind der Schöpfer einer noch nie entdeckten Welt. Aber Sie müssen den ersten Satz einmal hinschreiben. Und der ist nie gut genug. Schon wie er anfängt, vergessen was. Der nächste Satz ist aber auch nicht besser. Nein, so kann man nicht beginnen. Sie gehen rund um den Tisch. Und der Tisch hat vier Beine, die alle gleichzeitig hochgehen. Er hält nie Ruhe. Alles, was Sie denken, wäre gut gedacht, aber sobald Sie es in Sprachform bringen, zu Papier bringen wollen, ist es nicht gut genug. Es ist nie gut genug. So Dostojewski, Sie müssen nur mal seine handschriftlichen Hinterlassenschaften betrachten. Welche Grimassen da hineingemalt sind, wie wüst der Text sich gestaltet ist, ein Ringen um jedes Wort. Jedotschka Neswanowas Vater ist die Beschreibung eines Künstlers, der daran zweifelt, jemals ein Künstler zu sein. Dabei ist er ja nur Geigenspieler, ist noch nicht einmal Komponist. Dostojewski könnte natürlich seine eigenen Geschichten auf der Bühne vielleicht erzählen, aber er ist auch kein Schauspieler. Er ist der Schöpfer einer eigenen Welt, weil er verurteilt, ihr Schriftsteller sein zu wollen. Arme Leute ist eine seiner ersten Geschichten von Leuten, die geliebt werden möchten, aber sich nicht getrauen, liebenswert zu sein. Mit sich verfallene, zerfallene Persönlichkeiten, die daran selber zwischen innen und außen zerrissen werden, dass sie in ihrer eigenen Armseligkeit sich eine ganz andere Gestalt erfinden, ein Goldjätkin, der sie nicht sind. Beim Gang zur Schreibstube, zum reinen Nichtsein, zur Unbedeutendheit, zum Vergessenwerden können, erfindet man sich eine Gegenfigur. Die repräsentiert etwas. Und diese erfundene Person wird viel wirklicher als die eigene. So kann das weitergehen. In dem Vater, der nur arm ist, im Schatten eines Rumpelstilzchen-Mädchens. Am Abend, dann Jedotschkas Vater bei dem Maestro einem wirklichen Konzert beigewohnt hat, greift er selber zur eigenen Geige, nur um zu erproben, wer er selber ist. Und Jedotschka beschreibt es, das heißt Dostojewski, wie autobiografisch von diesem leidenden Mädchen. Sowas kann Dostojewski, das Leid an sich selber hineingelegt in ein Kind, so zu Papier bringen, dass es jeden Leser im Abstand von 150 Jahren erschüttern muss. Der Vater nimmt die Geige, aber er zieht den Bogen nicht über die Saiten. Er klopft und schlägt darauf. Nur noch der Takt, keine Melodie, keine zusammenhängenden Töne mehr. Nur noch ein Draufhauen auf die eigene Seele, die demonstriert, dass er nichts kann. Er hat alles verlernt. Er ist selber noch schlimmer ein Nichts, als es all die Zeit schon sich, ohne den Beweis antreten zu müssen, in die Gewissheit geschoben hat. Zusammenbrechend läuft er fort. Aber kann ein Mädchen, das seinen Vater leiden sieht und sein Leiden zutiefst begreift, auch dessen Sensibilität, auch dessen Feingefühl, einfach im Stich lassen? Jedotschka läuft hinter ihm her, umklammert ihn, hält ihn fest, holt ihn nach Hause. Es ist doch ihr Vater.
Der Vater kann nicht endgültig verzweifeln, weil es einen Jetuschka gibt. Und Jetuschka muss sich anbieten als Rettung für einen Vater, der nicht zu retten ist. Sie kann aus ihm keinen Künstler machen. Aber wie könnte sie ihn lehren, dass ein normaler Mensch zu sein genügen würde? Ich glaube, wir haben lang genug darüber nachgedacht, welche eine Rolle der Müllers Tochter wird, indem wir nur einen Satz, die Problembestimmung, ein armer Müller und eine schöne Tochter, aber eine schöne Tochter gehört haben. Dann kommt noch ein Moment hinzu, auf das wir gleich noch kommen werden. Ich lese einfach die Geschichte mal weiter, auch damit Sie die Not eines Mannes, der fast unrettbar verloren ist, sich retten lässt, begreifen können. Den Ausgang, ein einziger Satz, haben die begriffen. Es war einmal ein Müller, der war arm. Aber dagegen steht, er hatte eine schöne Tochter. Nun traf es sich, dass er mit dem König zu sprechen kam. Und um sich ein Ansehen zu geben, sagte er zu ihm, ich habe eine Tochter. Wenn ich da innehalte und Sie auffordere, den Satz zu Ende zu sprechen, wäre überhaupt keine weitere Fortsetzung zu denken, als die muss ich dir zeigen. Eure Majestät werden entzückt sein. Sie ist so schön wie der Mond in der Nacht, wenn er den Silberglanz seiner selbst über die Fluren verteilt. So schön wie die Sterne, die im Dunkeln leuchten können. Richtung angeben, die Liebe einfangen in der Sehnsucht ihrer eigenen Ferne. Wenn du sie siehst, mein König, meine Tochter, wird keine Nacht dir so dunkel sein, dass du nicht in ihren Augen die Sterne leuchten sähst. Wüsstest du, sie ist wie der Sonnenaufgang nach einer allzu langen, unruhig verbrachten Nacht. Sie ist deine Wärme, deine Helligkeit. Die Schönheit, die sich breitet im Sonnenaufgang. Sie wandert über den ganzen Himmel, um dich groß zu machen, im Aufwachsen zu dir selber, wie die Blumen auf den Feldern. Sie wird dein Ein und Alles sein. Meine Tochter. Ich kann ihre Schönheit nicht beschreiben, du musst sie selber sehen. Aber bitte, erlaube mir, dass ich sie dir zeige. So ähnlich könnten sie fortfahren. Und es wäre das ganz Normale. Sie könnten davon erzählen, dass allzumal in jenen Tagen Könige, Herrschaften, hochgestellte Adlige durch die Lande zogen und ein relativ freimütiges, freiwilderndes Liebesleben pflegten. Ihnen gehörte ja alles. Nicht nur der Wald, in dem sie selber die einzigen Herren waren, auch in den Dörfern, über die sie verfügen könnten, über die Untertanen, die ihnen gehorchen mussten, wenn ein solcher König will, dann will, kann er sich schadlos halten, selbstverständlich, an des armen Müllers Tochter. Und dann wäre das Problem für den armen Müller irgendwie gelöst, denn natürlich müsste jetzt der König irgendein Entgelt dafür zahlen. Ganz gratis ist die freiwildernde Liebe auch für einen König nicht, ganz im Gegenteil. Und man könnte sogar auf Aufstieg hoffen. Auch das haben wir hier in den Märchen schon erlebt. Nicht umsonst haben wir bei Aschenputtel erlebt, dass ein wirklich armseliges, verachtenswertes Mädchen aufsteigen kann und real den König für sich zu erobern vermag. Wäre das nicht der Fortgang unserer Geschichte? Wir lesen gar nicht Rumpelstilzchen, wir fangen gleich wieder an mit Aschenputtel. Das haben Sie schon gehört und Sie wissen, Ihre Fantasie könnte sich so weiter bewegen. Nun begreifen Sie ein Paradox. Aber er hatte eine schöne Tochter. Das Aber wäre jetzt die logische Fortsetzung der Geschichte. Stattdessen hören Sie nur weiter zu. Ich musste das alles Ihnen antragen, damit Sie merken, wie sonderbar hier erzählt wird, wie überraschend, wie unerwartet, wie paradox. Denn so geht es jetzt weiter. Der Satz war abgebrochen. Ich habe eine Tochter. Und wie ist jetzt die Fortsetzung? Die ist wunderschön. Nein, sagt er nicht.
Jetzt müssen Sie überrascht sein. Werden Sie überrascht sein. Ich habe eine Tochter. Die kann Stroh zu Gold spinnen. Wie, frage ich Sie, kommt man auf eine solche Idee? Ich muss noch den Satz fortführen in der Replik des Königs, denn der sprach zu Müller: Das ist eine Kunst, die mir wohlgefällt. Wenn deine Tochter so geschickt ist, wie du sagst, so bring sie morgen in mein Schloss, da will ich sie auf die Probe stellen. Als nun das Mädchen zu ihm gebracht ward, führte er es in eine Kammer, die ganz voll Stroh lag, gab ihr Rat und Haspel und sprach: Jetzt mach dich an die Arbeit, und wenn die duse Nacht durch, bis morgen früh, dieses Stroh nicht zu Gold versponnen hast, dann musst du sterben. Darauf schloss er die Kammer selber zu und sie blieb drin allein. Das ist der kleine erste Abschnitt eines Märchens, von dem Sie gerade noch gemeint haben, das kennen wir in- und auswendig. Was Sie jetzt erleben, ist auf vielen Ebenen so komplex, gebrochen, lehrreich, dass wir es gar nicht gründlich genug durchgehen können. Das eine ist die Schönheit der Tochter, an die wir noch glauben. Jetzt ist sie aber verbunden mit einer Kunstfertigkeit, die wir kaum glaublich finden können, die wir kaum erfinden könnten, sondern nur in der Vorstellung eines armselig gewordenen Vaters spuken muss. Ist sie überhaupt glaubwürdig? Stellen wir nur einmal beides gegeneinander. Die Schönheit auf der einen Seite, die Kunstfertigkeit auf der anderen Seite, von ganz besonderer Art. Auf Stroh Gold spinnen ist im Grunde die Wunschwelt der Alchemie gewesen. Wie kann man aus irgendeinem Stoff künstlich, durch alchemisches Wissen, Gold herstellen, das Allerkostbarste aus dem Allernichtigsten. Aus Stroh Gold. Eine extreme Umwandlung. Der Traum der Alchemisten ist nie in Erfüllung gegangen. Carl Gustav Jung, der vieles darüber gelesen und geschrieben hat, sah da drin eine seelische Veränderung. Kein materieller Prozess, sondern etwas, das man symbolisch begreifen muss, indem man die kunstfertigen Wege, die in der Alchemie angetroffen werden, übersetzt in ein Psychodrama, ein Psychopompos, der sich aufführt. Symbolisch muss man die Alchemisten interpretieren, war seine Meinung. Und er hat darüber so viel geschrieben, dass man manchmal denkt, außer Carl Gustav Jung versteht das niemand sonst noch. Es ist eine dauernde Erklärung des schon Dunklen durch das noch Dunklere. Obscurum per obscurius. Aber er wollte der Kunst auf die Spur kommen. Ein ganz besonderes Wissen, ein Zauberwissen. Manchmal begegnen Sie dem heute, vor allem in der Esoterik, bei manchen, die sogar sich auf die Quantenphysik berufen oder auf eine ganz besondere Art von Naturwissenschaft. Alles hängt mit allem zusammen, weiß man, alles ist Energie, alles kann sich in alles verwandeln. Bei der Energie stimmt das. Natürlich, Sie können durch Reibung Wärme erzeugen, mit Wärme eine Maschine betreiben, die erzeugt elektrische Energie. Mit der elektrischen Energie können Sie thermische Energie rückerzeugen, Sie können optische Energie im sichtbaren Licht erzeugen. Energie ist das, was sich verwandeln kann in viele Formen. Und wenn das so ist, warum nicht auch Stroh, das nur Energie ist, in Gold, das auch nur Energie ist? Nicht mal auf unserer Sonne wäre Gold zu erbrüten. Jenseits der Eisengrenze langt die Gravitation unseres Zentralgestirns nicht aus, Elemente zu erbrüten, die noch größer wären. Dass wir Gold in den Tiefen der Erde finden, liegt daran, dass ein wahrscheinlich zwei Supernovae, Riesensonnen mit ungeheurer Energie und Gravitation explodiert sind und haben ihre Masse verstreut in die Anfangszustände unseres Planetensystems. Ich sage das nur, damit Sie aufhören, die Alchemie oder die Esoterik oder das Denken, alles ist Energie und also alles in alles verwandelbar,
auf magische Weise wörtlich zu nehmen. Sie brauchen eine ungeheure Energie, um Energie umzuwandeln und dann wieder freizusetzen. Hier jetzt haben Sie etwas ganz anderes. Nicht Psychologie wie bei Carl Gustav Jung, sondern Realismus der Alchemie. Hier, der verarmte Müller nimmt sein Denken wörtlich. Und dann stehen Sie vor einem Problem, dass er seiner Tochter eine Kunst zutraut, die sich nur aus einem gewissermaßen esoterischen, abergläubischen, alchemistischen Wissen ergeben könnte. Eine Kunstfertigkeit, eine eigene Magie, eine Beschwörungskunst, eine reine Hexerei im Grunde. Von dieser Zauberkraft eines besonderen Wissens müsste seine Tochter sein. Nicht handwerklich, sondern wie er träumt. Was also haben wir jetzt? Eine besondere Spiritualität, Intellektualität, ein magisches, alles verwandelndes Wissen, das dieser armselig gewordene Müller seiner Tochter zutraut. Das eine ist ihre Schönheit, das andere aber ein zauberisches Wissen, das man nicht erlangt in Lehrbüchern. Das muss von innen kommen. Bis dahin hat Carl Gustav Jung recht, aber die Tochter muss dieses Wissen haben. Und woher könnte sie es haben? Da sind wir bei Dostojewskis Netotschka Neswanowa. Sie muss es selber herausfühlen aus der Armut ihres Vaters. Was tut dem gut? Sie kann nicht aus Strohgold spinnen, das Wertlose zum Kostbarsten machen, aber sie muss es wissen. Und das ist der seelische Anteil. Aus Mitleid mit dem Vater muss sie zaubern können. Wie kann man dieses nebeneinander? Schönheit auf der einen Seite und besondere Kostbarkeit im Kenntnis der Armseligkeit eines anderen, einem nahestehenden Menschen miteinander verbinden. Ein neues Problem. Wenn Sie am Herrenstammtisch sitzen, ist Schönheit identisch in aller Regel, wir müssen es offen heraussagen, mit Dummheit. Ich würde das nicht sprechen, wenn ich das Problem bei einem großen deutschen Autor, nämlich bei Thomas Mann, in Felix Krull verwortet worden wäre. Da ist es Jeanne Philibert, die Geliebte von Felix Krull, probeweise. Man hat nicht wirkliche Beziehungen, man hat Lebensabschnittspartner, man hat zum Ausprobieren mal eine Gefährtin. Jeanne Philibert philosophiert als Frau, da ist es erlaubt bei Thomas Mann, über sich selber. Dass die Schönheit nichts weiter ist als eine Gabe der Natur, ein reines Sein. Soll sich das übersetzen in das Handeln, korrespondiert es mit der reinen Blödsinnigkeit, mit der Dummheit. Und das beweist Jeanne Philibert, indem sie so spricht: Der Geist selber ist auf der Suche nach seinem Gegenteil. Und er sucht sich zu finden in der äußeren Schönheit, die sein rein Widerspruch dartut, um sich im ganz anderen zu finden. Immer ist ja die Klugheit, die Geistigkeit, die Intellektualität auf der Suche nach dem rein veräußerlich Schönen. Und so kommt es zusammen. Und so denkt sie an Felix Krull, einem Hochstapler, der intelligent genug ist, auf die Suche nach Frauen zu gehen, die magisch beschwören können. Bei Thomas Mann ist das halb witzig gemeint, im Grunde aber witzig als Warnung. So dürfte die Welt nicht sein, so droht sie aber zu werden, vor allem wenn wir anfangen, ihr zu glauben. Die Frage wird auf Sein oder Nichtsein, ist denn die Natur Mitgift der Schönheit vereinbar mit dem Arbeiten an sich selber? Man hat scheinbar alles geschenkt gekriegt. Man muss nur sich darbieten und man erlebt, wie alles einem zugeworfen wird. Man muss dafür gar nichts mehr tun. Man tritt nur in Erscheinung. Lässt sich das vereinbaren mit der Mühseligkeit des Arbeiten an sich selber, mit Ringen um Erkenntnis, mit Liebe zur Wahrheit? Manchmal fragen Frauen, die viel an Unglück erlebt haben, mich, wie sie damit umgehen sollen, dass scheinbar andere einfach nur da sitzen, Leid gar nicht kennen, auf goldenem Tablett herumgereicht werden, buchstäblich alles fällt ihnen zu,
Und man selber hat es so schwer. Auch das hatten wir in der Geschichte von Frau Holle schon einmal. Hier aber begegnen wir der Frage, wie denn beides in eins kommt. Nur beobachten Sie, dass das Märchen von der Schönheit der Müllers Tochter eigentlich gar nicht mehr spricht. Das ist wirklich eine Mitgift, auf die es gar nicht ankommen kann oder soll. Der Reichtum der Müllers Tochter soll liegen in ihrem Inneren, aber in einem geheimen Wissen, das sich materialisiert in einer Kunstfertigkeit, das Wertlose umzuspinnen in Gold. Sie könnten sich das innerlich vorstellen. Sie können sich Menschen denken, die anderen beibringen, wie ihre Minderwertigkeitsgefühle, ihre Selbstverurteilung in Nichtigkeit, sich in der Wahrheit der Zuwendung darstellen lässt, als heilsam reifend an sich selber zu dem Wissen der Kostbarkeit. Was wir Psychotherapie nennen, ist im Grunde ein solches Umspinnen von Selbstverachtung in langsam reifendem, die Würde begreifendes Selbstbewusstsein. Ich musste groß werden in dem Empfinden, verarmt zu sein, nichts zu haben, nichts wert zu sein. Aber nun lerne ich dabei, dass mein Wert sich nicht bildet in der Verkäuflichkeit auf dem Markt, sich nicht realisieren lässt im Kaufpreis meines Selbstangebotes, sondern in dem, was ich wirklich bin. Dann müssten wir zurückkommen auf ein Sein, das nicht in Habform zu verkaufen ist. Das hat Erich Fromm in dem berühmt gewordenen Büchlein vor vielen Jahrzehnten beschrieben, wie Sein gesetzt werden müsste gegen die Habmachtanspruch der Minderwertigkeit. Ich bin nur das, was sich als Preisindex auf dem Markt realisieren lässt, was sich verkäuflich macht, was auch in der Schönheit nur noch im Ausverkauf sich prostituiert. Auch das könnte der Weg sein bei einer nur schönen Tochter im Schatten eines nur armen Mannes. Auch das beschreibt Dostojewski nochmal in dem Roman Schuld und Sühne. Der haltlose Trinker Madelarow, seine Tochter Sonja und ihre eigene Mutter fährt sie an, sie ist gerade 16 Jahre alt. Du sitzt hier im Warmen. Du lässt dich bekleiden, du isst unsere Nahrung und du bringst damit nichts ein. Und sie treibt Sonja auf die Gasse. Sie muss sich verkaufen, um mit ihrem Geld, das sie mit ihrer Schande, mit ihrer Verkäuflichkeit verdient, den Ruin ihres Vaters, das Leben ihrer beiden Stiefgeschwister und die Verzweiflung ihrer Mutter zu retten. Es wird ihre Pflicht. So geht diese Geschichte nicht weiter, aber beinahe doch in die gleiche Richtung. Des Müllers arme Tochter wird vom Tode bedroht, wenn sie das Kunststück nicht fertig bekommt, dem König in seiner Kammer, angefüllt mit Stroh, bis zum nächsten Morgen Gold präsentieren zu können. Und das müssen Sie jetzt hören in der Härte der Realität, in der wir leben, ganz normalerweise als ordentliche Bürger. Sie glauben nicht, wie dieses Motiv darin vorkommt. Das erste ist, der König könnte hören, dass das alles Unsinn sein muss, was ihm der Müller da erzählt. Hätte er nämlich eine solche Tochter, die imstande wäre, aus Stroh Gold zu spinnen, er wäre gar kein mehr Müller, der das angetragene Korn in seiner Mühle zu Mehl vermahlen muss. Er hätte einen lebendigen Goldesel und dann wäre er kein armer Mann. Dann wäre er der berühmteste, tüchtigste Mann als Vater einer solchen Tochter. Kann man sowas glauben? Es ist schon deshalb unglaubwürdig, weil es in Armut gar keine Tochter geben kann für diesen Mann, die zu dem Kunststück, das er anbietet, in den Stand gesetzt hätte worden sein können. Drücken wir es so kompliziert aus, dass der Weg dahin von Anfang an grammatikalisch schon unmöglich scheint. Jeder normale König müsste misstrauisch werden bei einem solchen Angebot. Ja, wie sitzt du denn selber rum, Herr Müller? Was machst du? Stattdessen hören wir ihn sagen, das ist eine Kunst, die mir wohlgefällt. Und wir lernen von der Realität ihre Unersättlichkeit, gerade bei den uns Regierenden und den Mächtigen.
Oh ja, wir beklagen, wir sind in Inflationszeiten und nein, nein, das wird man uns nicht sagen, dass man uns auspresst, dass wir natürlich alle Schulden, die der Staat aufnimmt, nachverdienen müssen. Die kommende Generation retten wir ja. Last Generation, wir bewahren sie ja vor der Klimakatastrophe. Aber leider ist die noch ein bisschen teuer und wie kommt der Staat daran, die Schulden für die Umstellung der Wirtschaft zu bezahlen, hat er natürlich Einfälle. Vielleicht haben Sie geglaubt, mal irgendwie noch von ihren Eltern ein Häuschen geerbt zu haben. Eigentlich eine Bruchbude inzwischen, die muss erneuert werden. Vor allem, sie muss klimagerecht erneuert werden und das kann kosten. Dürfen Sie das Erbe Ihrer Eltern antreten mit einem eigenen Häuschen? Es ist ja gar kein Häuschen, es sind nur zwei Zimmer, die den Eltern noch gehörten, als sie arm geworden sind und mussten das Häuschen schon verkaufen, damit sie im alten Heim noch überleben konnten. Aber zwei Zimmer, Bad und Küche, das wäre etwas. Jetzt kommt der Staat und erklärt, das muss nachgerüstet werden. Da ist die Heizung nicht in Ordnung, ist nicht klimagerecht. Die Außenvertäfelung, nicht klimagerecht, das kann 80.000 Euro kosten und die haben sie natürlich nicht. Und das Grundstück. Sie haben das Grundstück geerbt. Auch darauf kommt eine neue Steuer, die gerade jetzt angestrengt wird von unserem Staat. Der hat 2.400 Milliarden Euro Schulden. Sie hören richtig, das sind Billionen. Nicht in amerikanischer Rechnung, sondern in Euro. 2.400 Milliarden. Dass wir Milliarden mal haben, 100 Millionen, 100 Milliarden für Rüstung, geht alles in Ordnung. Aber in dieser Größenordnung, 1.000 Milliarden, schwer auszurechnen. Zwölfstellige Zahlen, das ist nicht gerade im Unterricht der Unterstufe zu lernen. Dafür bräuchten Sie schon Logarithmen, wenn Sie multiplizieren wollen. Aber der Staat, er ist unersättlich in den Schulden, die er macht. Und am allerliebsten, wenn er Krieg führen will, wenn er aufrüstet. Das ist unersättlich, denn der Wahn herrscht, beim nächsten Krieg treiben wir das alles wieder ein. Wenn wir den Gegner besiegt haben, der uns so viel gekostet hat, dann kostet er natürlich im Nachzahlen der Reparation alles, was wir verloren haben. So ging der Erste Weltkrieg zu Ende, so fing der Zweite Weltkrieg an. So machen wir noch heute weiter. Ein König, ein Machtmensch, ein Herrscher über sein Volk hat immer Schulden, die nie bezahlbar sind. Der Franzose Charles Perrault, von dem wir manche Märchen gelernt haben, im Übrigen auch manches in diesen Motiven, wusste als Finanzberater am Hofe, wie man da wirtschaftet. Eine endlose Schraube in Schulden, die andere bezahlen müssen und eigentlich gar nicht bezahlen können, außer durchs Fantastische. Der König selber will nur allzu gut belogen werden. Von dem Müller, der sich selber belügt mit den Künsten, die er seiner Tochter anträgt. Und dieses Gespinst jetzt, jeder überfordert den anderen mit Wunschfantasien, die irreal sind, aber immer auf Kosten anderer ausgetragen werden sollen und müssen in der Realität, ist die Ouvertüre dieses Märchens. Ich hoffe, spätestens jetzt sind Sie gespannt darauf, wie das gehen soll. Eines ist Ihnen deutlich, womit Sie es zu tun haben, ist der glatte Wahnsinn. Und Sie entdecken die Normalität unserer ganz normalen Wirtschaft, Politik, Finanzwelt als Wahnsinn. Wie sollen wir das sonst nennen? Wir hätten Bankiers, die kein Geld haben, außer dass andere ihnen anvertraut haben zur Aufbewahrung. Das aber können sie im Verhältnis von 1 zu 10, wenn denn die Bankengesetze ihnen günstig sind, vermehren, indem sie das nicht vorhandene, selber ausgeliehene Geld verleihen, als wäre es ihr Besitz. Und dann muss es zurückgezahlt werden, nicht mehr durch Traumbuchungen, sondern in realer Münze. Denn wenn sie sich bei der eigenen Bank verschulden, kann es sie steuer zu stehen kommen. Sie haben Geld hinterlegt und dann sind sie in ihrer Bonität bei der Bank hochwillkommen. Jetzt ist es die Bank, die aus dem Geld, das sie selber nicht besitzt, zu zaubern beginnt. Es ist nicht gerade Stroh, was sie bei der Bank hinterlegt haben. Es sind, sagen wir, 2.000 Euro. Immerhin. Und da gedachten sie, in besseren Zeiten mal Zinsen hacken zu können. Das war ihnen versprochen, 3%, 4%. Da konnten sie, je länger sie das liegen lassen, bei der Treuhand oder bei der Bank, die treuhänderisch ihr Eigentum verwaltet,
guten Mutes sein. Das ist lange schon passé. Musste passé, weil die Verschuldung der Banken groß genug war. Sie gingen ja pleite 2006. Sie entsinnen sich in den USA, wo auch sonst. Und dann waren die Schulden vor allem der Staaten völlig unbezahlbar. Wie sollen sie 2400 Milliarden Euro abbezahlt kriegen? Das ist unmöglich. Schon weil die Zinsbelastung darauf unerträglich hoch ist. Mit 2000 Euro, das sie den Banken hinterlegen, kann man Geschäfte machen. Wenn die Zinsen aber so hoch sind, werden die Schulden unbezahlbar, die die Staaten gemacht haben. Also kam die EZB, die Europäische Zentralbank, dahinter, wir streichen die Schulden. Et voilà, die Schulden des Staates können sich nicht mehr vermehren durch den Zinssatz, wie wohltätig. Aber auch die Altsparer bekommen keine Zinsen mehr, gleich null. Im Gegenteil, sogar Minuszinsen können eingeführt werden. Wenn Sie jetzt noch Geld bei der Bank hinterlegen, müssen Sie dafür bezahlen, dass die Banken auf ihr Geld, das sie ja verwalten, statt dem eigenen Strickstrumpf, so sorgfältig sind. Wir könnten all das weitererzählen. Ich will nur darauf hinaus, dass ein Herrscher des Landes, ein König, wer immer er sei, Mr. President, Herr Bundeskanzler, allemal auf die Lügen der Untertanen hereinfallen, die sagen, wir können dir das Geld doch beschaffen. Wir haben eine Tochter, die kann das. Wir selber nicht, aber die künftige Generation, unsere Töchter können das. Die haben ein geheimes Wissen, wie man das hinkriegt. Nur allzu gerne glauben wir das. Natürlich sagen wir gerade heute noch, wir dürfen doch nicht so Schulden aufnehmen, dass die künftige Generation darunter leidet, dass sie gar nicht damit leben kann. Das muss sie können. Sie wird das können. Sie hat ein zauberisches Willen. Unserer Tochter ist das zuzutrauen. Das ist die eine Seite. Der Wahn der Gesellschaft, der politischen Herrschaftsform. Nie hat sie Geld genug dabei. Aber der Wahnsinn des Vaters hat natürlich psychologische Gründe. In den 50er Jahren konnte Gregory Bateson, eigentlich ein Physiker, ein Biologe, unter anderem auch Psychologie treiben. Ein Universalgenie, der dachte, wir müssen lediglich logisch denken. Dann können wir die Methodologie der Naturwissenschaften auf jedes Gebiet anwenden. Wie können Menschen geistig verrückt werden? Bateson kam darauf, es liegt daran, dass die Logik in Widerspruch gerät. Er sah Menschen, die in die Psychiatrie kommen, Paranoiker, Psychotiker, hochintelligent. Also lag es ja nicht darin, dass deren Intellektualität, dass deren Gehirn irgendeinen Schaden genommen hätte. Die Widersprüche im Denken selber können Menschen in den Wahnsinn treiben. Wenn das Hin und Her zwischen bestimmten Ebenen der Wirklichkeit so verknüpft wird, dass das eine zum anderen nicht mehr passen kann. Auch dafür haben Sie Beispiele. Mathematik kann man nutzen, vor allem in der künstlichen Intelligenz, zum Krieg führen. Etwas, das Menschen überall verbinden könnte, weil es die Logik des Universums ausdrückt. Formeln beschreibbar macht, die alle Intelligenzen in allen Galaxien des Universums verstehen können, wenn sie zur Intelligenz geboren sind. Wir verschicken Raketen mit mathematischen Formeln in der Hoffnung, dass wer immer sie findet, sie nachvollziehen könnte, begreifen könnte. Mathematik als universelle Sprache des Kosmos. Die können wir dafür benutzen, um Krieg zu führen, indem wir bessere Waffen finden, bessere Schlüssel zum Kodieren finden und zum Entkodieren finden. Dann haben Sie geniale Mathematiker, die verrückt werden am Kalten Krieg. Es passt nicht mehr in Ihren Köpfen zusammen. Und das meinte Gregory Bateson. Wir müssen lediglich etwas, das symbolisch stimmen könnte. Wie kann man Wertloses in etwas Kostbares verwandeln? Menschen, die unter Minderwertigkeitsgefühle leiden, in Menschen, die ihre Kostbarkeit begreifen. Wie kann man etwas, das symbolisch überaus kostbar ist, so missverstehen, dass es in der äußeren Realität angewandt werden soll? Mit einem Wort, wie können wir aus Symbolen die innere Gültigkeit psychologisch bewahren, etwas Äußerliches machen in der Realität, indem wir es in einen Begriff verwandeln? Dann sind Sie beim Zaubern und beim Wahnsinn.
Sie nehmen das Wünschen für die Wirklichkeit, Symbole für Begriffe, das Innere für das Äußere, seelische Bedürfnisse für materielle Erfüllbarkeiten. Dann sind Sie bei dem Dauerproblem, das Erich Fromm beschrieb, wenn er meinte, wir kaufen uns das Sein ab, unsere Identität, das, was wir selber sind, und definieren uns durch das, was wir haben. Wie arm müssen wir sein, dass wir glauben, wir sind nur das, was wir in die Hand nehmen können, was wir in Besitz verwandeln. Den äußeren Reichtum verwandeln wir in das, was uns innerlich reich werden lassen sollte. Dann sind wir bei einem Thema, das zutiefst religiös wäre, Matthäus 16. Auf die Weise können wir die ganze Welt gewinnen. Wir verlieren dabei uns selber. Und parallel haben sie Märchen natürlich, die genau das erzählen. Haufs, kaltes Herz, könnten Sie lesen. Von einem armen Mann, der sich an den Teufel verkauft, um überleben zu können. Man kann reich werden, aber dann darf man kein Mitgefühl mehr haben, keine Seelenwärme mehr spüren. Dann muss man kalt sein. Auch über das erkaltete Material von ehemaligen lebendigen Menschen hinweggehen können. Auf Leichname treten können, ohne Gefühl. Hartherzig, in gefrorenem Zustand. Cool. Ein Begriff, den wir heute als universellen Wertbegriff aus der Jugendsprache übernommen haben. Cool, das ist, Sie können dabei bleiben. Eiskalt, klardenkend, rational, übersichtlich, unangefochten von jeder gefühlsmäßigen Berührbarkeit. Wer das kann, cool, wird bewundert, bekommt es hin, ist unanfechtbar in allem, wird niemals weinen, nie gefühlsduselig werden, kann sich durchsetzen. Wie kommt Schönheit und Klugheit zusammen unter der Pflicht, erfolgreich zu werden? Sie muss sich ausbeuten lassen in den Diensten eines solchen Königs, und das ist zwischen den Zeilen und zu erzählen, damit die Tochter ihres verarmten Vaters bleibt, muss sie sich, man kann auch nicht mal sagen, verkaufen lassen, verschenken lassen, buchstäblich versprechen lassen, in Dienst nehmen lassen, funktional ausbeutbar werden, in den Händen eines Machthabers, der befiehlt, dass er sie benötigt. Und der Vater ist genau damit einverstanden. Meine Tochter kann das, daraus wird meine Tochter muss das. Und das muss er ihr nicht einmal befehlen. Davon haben sie nicht gehört. Der Vater hat seiner Tochter nicht gesagt, jetzt mach das endlich. Sie weiß, dass sie das tun muss, weil es des Vaters Wille ist. Sie ahnt seine Not und nimmt sie auf mit der Pflicht, sie beseitigen zu können, indem sie selber sich einlässt auf ein Versprechen, das wahnsinnig ist im Wissen, dass es unerfüllbar ist. Sie muss das Unmögliche schaffen. Können Sie sich vorstellen, wie ein Mädchen groß wird in dem Bewusstsein, ich muss es können. Ich kann es überhaupt nicht. Aber wenn es doch so ist, dann muss ich es können. Ich kann doch meinen Vater nicht in seine Armut sitzen lassen. Jetzt sitze ich hier und ich muss das Unmögliche möglich machen. Für mich gibt es nicht unmöglich. Ich muss nicht nur unendlich viel klüger und schöner und leistungsfähiger und tüchtiger sein als mein Vater. Ich muss ein Retter werden. Hauptberuf Vaters Tochter. Auch davon können manche erzählen, indem sie das, was sie als Mädchen lernten, im Verhältnis zu der sozial erweiterten Umwelt in ihren eigenen Beruf, in ihre weitere Entwicklung hineintragen. Ständig sind sie dazu verurteilt und berufen, die Probleme zu lösen, die eigentlich mit Vaters Existenz gegeben waren. Vater wollte etwas, das schon nicht ging, aber man musste es mittragen. Damit das konkret wird, erzähle ich Ihnen so eine Geschichte mal. Vater war hoch erwünscht. Er blieb 2 Jahre im Krieg, das heißt in Gefangenschaft. Man wusste, dass er noch lebt, aber man wartete zu Hause, dass er wiederkam. Er sollte wiederkommen als der Wunscherfüllungsgarant eines verlorenen Krieges, eines ausgebombten Hauses, einer Bettelarmut der Mutter mit ihrem Kind, und endlich kam Vater wieder.
als ein zerbrochener Mann. Das ist, was sie uns nie erzählen. Die Männer, die aus dem Krieg kommen, können ihre Geschichte gar nicht mitteilen. Die ist im eigenen Zuhause gar nicht erzählbar. Sie ist so grauenhaft, dass man sie abspalten muss. Sie hat nie gewesen zu sein. Wir waren immer anständig geblieben. Man darf doch nicht erzählen, dass man ein Berufsmörder geworden ist auf staatliche Bezahlung hin. Dass man zum Verbrecher geworden ist. Nein, man muss sagen, man hat das alles nur getan, damit die Familie leben kann. Aus Liebe zur Frau und zum Kind. War auch zum Teil so. Und ein Motiv gab es. Nicht aus Angst, selber als Deserteur erschossen zu werden. Nicht aus Angst, vom Feind erschossen zu werden. Nicht aus Angst, verachtet zu werden von den Kameraden. Als Memme verschrien zu werden. Emporzuklettern. Man hatte lauter gute Gründe. So kam dieser Mann nach Hause. Vormals war er Tischler gewesen, aber in dem Beruf konnte er nicht unterkommen. 1947 brauchte man gerade nicht Tischler. Er musste irgendwas erfinden, was er konnte und also können musste. Er kam sich vor als ein Holzschnitzer. Es war wirklich so, in der Kirche gebrauchte man Holzschnitzer. Die Figuren waren alle zerstört in den Bombenangriffen, aber man brauchte jemanden, der sie reparieren oder gar ganz neu hervorbringen konnte. Ein Künstler. Darauf wurde nicht gerade viel Geld verpfändet, aber so einen konnte man brauchen. Und das war etwas, mit dem der vollkommen gescheiterte Mann, der Vater seiner Tochter, sich vorstellte. Er war ein Kunstschnitzer, gewissermaßen aus Oberammergau eingeflogen, ein Christusschnitzer. Man gab eine bestimmte Figur ihm im Auftrag und dann konnte es ihr möglich werden. Das Kunstwerk wurde nie fertig. Die Frau berichtet das wirklich so. Mein Vater stand am Fenster, schaute hinaus und wartete, wann er abgeholt wird. Er wusste, sein Kunstwerk wird nie fertig. Er ist aus lauter Angst, ein Hochstapler zu sein, ein Wahnsinniger zu sein mit falschen Versprechungen, fast um den Verstand gekommen. Das Kunstwerk konnte nicht fertig werden, das Material war nicht gut genug. Die Zeit, die man braucht für ein Kunstwerk, denken Sie selber, kann so schnell nicht laufen, wie die Uhr sich dreht. Er hatte immer neue Ausreden. Die Tochter aber lernte dabei, dass sie ihren Vater verstehen muss in seiner Not. Sie musste seinen Lügen glauben, als wäre sie die eigene Wirklichkeit. Ihr Vater war eine Kostbarkeit, die sie jetzt als Tochter verteidigen musste. Und wie kann man das? Ihr Tochter war wunderschön, aber vermarkten lassen wollte sie sich auch nicht. Nur sie musste mit ihrer Tüchtigkeit kompensieren, was ihr Vater in der Hochstapelei als Gefahr aufgetürmt hatte. Sie musste den Fantasieturm von Babylon langsam abtragen, damit ihr Vater wieder die Erde berühren konnte. Übertüchtig im Beruf, das musste sie mindestens. Sie musste aus dem Nichts das Gold spinnen, das ihr Vater versprochen hatte, dass ihre Tochter es vermöchte und dann in ihrer Fähigkeit zurücktrug. Und das alles bei einem König. Wem kann man so dienen, dass er der Schönheit, die Tüchtigkeit glaubt? Nicht wie sonst in den Märchen, weil der König sich verliebt hätte, das war bei Aschenputtel. Hier jetzt haben wir einen König von ganz anderer Prägung. Hinrichtung steht da drauf, wenn du die Kammer mit Stroh nicht bis morgen früh in Gold spinnst. Das ist die Auflage. Es muss materiell das abwerfen. Die Tüchtigkeit muss sich auszahlen. Das kann gehen wie bei Dostojewski in der Gestalt der Sonja, indem man sich wegwirft. Indem man die Schönheit des Körpers kapitalisiert. Oder man muss Leistungen vollbringen, von denen man gar nicht weiß, wie man sie erbringen könnte. Man muss die Tüchtigste sein, man muss irgendwas erfinden, man muss was auf die Beine stellen, man muss es hinkriegen, man muss sich was ausdenken, man muss ein Erfolgsmanagement antreffen, das die Not des Vaters so beruhigt, dass immer noch mehr dabei herumkommt, als an Schulden aufläuft. Und das im Dienst natürlich eines Mannes, der es braucht, ein König, Herr über Leben und Tod. Mächtiger noch als der eigene Vater. Sie begreifen das Übliche in Märchen. Der König ist nichts weiter als die
weitergeführter Ersatzgestalt des eigenen Vaters. Negativ wie positiv, im Widerspruch und Fortsetzung. Und jetzt haben wir ein Mädchen, der sitzt in der Kammer, eingesperrt durch das falsche Versprechen des eigenen Vaters ins Unmögliche, verpflichtet, etwas zu tun, von dem es weiß, dass es das gar nicht tun kann. Und es ist eine Lebensaufgabe, wenn es nicht dafür umgebracht werden soll. Und zwar morgen früh bereits. Darauf hat sich diese Tochter eingelassen, um den Vater nicht zu enttäuschen, um den König zu befriedigen und um selbst als vollkommen verloren und ausgeliefert vereinsamt in der Kammer zu sitzen. Wie die Geschichte ein bisschen weitergeht, werden Sie kennen noch aus der Erinnerung des Rumpelstilzchen-Märchens. Aber was sich da anbahnt, müssen Sie sich nochmal erzählen lassen, denn es ist in seiner Feinheit außerordentlich. Da saß nun die arme Müllerstochter und wusste um ihr Leben keinen Rat. Das ist ihr psychischer Zustand. Welch eine Qual liegt als Schicksal über einem solchen Mädchen. Es kann machen, was es will, es wird nicht auslangen. Es kann ihm nicht Glückliches einfallen, was den eigenen Eltern, hier dem Vater, als Rettung wäre. Es kann noch so tüchtig sein. Es wird die Armut des Vaters nicht widerlegen. Aber es muss weitermachen. Es müsste so tun, wie wenn es ginge. Da ist der Spinnrad gleich dabei gegeben. Es ist nicht mehr Müllers Tochter, es ist die Spinnraddreherin, die Zauberin. Dabei, im selben Satz, sie, die arme Müllers Tochter, verstand gar nichts davon, wie man Stroh zu Gold spinnen konnte. Und ihre Angst ward immer größer, bis sie ängstlich anfing zu weinen. Auch das haben wir manchmal schon gehört, dass Tränen einen Mann, der auf der Suche ist nach der Geliebten, sehend machen könnte. Rapunzel war so. Wir haben in der Bergpredigt gelernt, in der vergangenen Vorlesungsreihe, dass Tränen glücklich machen können, indem sie erlauben, echte Gefühle zuzulassen. In diesem Falle hier. Die so tüchtig angepriesene Tochter muss nicht mehr nur die Tüchtige sein. Sie muss nicht nur berufsausübend erfolgreich sein. Sie muss nicht nur rational bestimmt sein. Nicht nur immer wieder sich ausdenken können, wie das Management am Ende zu richtigen Resultaten führt. Sie darf schwach sein. Sie darf sich eingestehen, dass all das, was ihr zugemutet und aufgetragen wird, überhaupt nicht von ihr zu leisten ist. Sie weiß entfernt nicht mal wie. Und die Verzweiflung ist der Anfang, eine seelische Entwicklung einzuleiten. Aber wie nun? Das beschreibt das Märchen. Zu der Weinenden, der im Gefühl ehrlich gewordenen, der nicht mehr Hochstapelnden im Schatten ihres Vaters, der nicht mehr falsche Versprechungen aufrechterhalten müssenden, zu dieser geht die Tür auf und da trat ein kleines Männchen herein. Und sprach, guten Abend, Jungfrau Müllerin, warum weint sie so sehr? Alles müssen Sie dabei symbolisch nehmen, wie es steht. Das kleine Männchen ist die Homunculus-Ausgabe ihrer selbst. Auch das hatten wir. Schneeweißchen und Rosenrot, da tauchten solche Zwerge auf. Und wir sagten, das ist das stehen gebliebene Kinder-Ich, die eigene Schwäche. Auch das eigene Wunschdenken. Da ist etwas, das man selber ist und es kommt zur Tür hinein. Aber nicht mehr so, als gehörte es einem selber. Auch bei Schneeweißchen und Rosenrot erinnern Sie sich, der Zwerg war etwas Abgespaltenes. Dem Bären als Königssohn Verwünschendes, Gefährliches, ein Gegen-Ich. Und dann hätten Sie die Deutung hier, für das Rumpelstilzchen, dessen Namen verbinden Sie sofort mit dem Gnom, der da zur Tür hereinkommt. Wir dürfen im Verlauf des Märchens ganz spät erst seinen Namen kennen, aber die Märchenüberschrift ist Ihnen bewusst. Wir können also mal so tun, als wenn wir ihn kennen würden, ohne ihn zu kennen, mit Namen jedenfalls. Dieser Gnom, das abgespaltene Kinder-Ich, jetzt
als Hilfe in einer Not, die bis zu Tränen und Verzweiflung treibt. Wonach geht die Sehnsucht eines solchen Mädchens als Müllers Tochter? Hauptberuf Vaters Problemlöser. Es ginge danach, es käme wirklich mal jemand durch die Tür hinein und spräche so, leise, hilfsbereit, verständnisvoll: Warum weinst du? Es wäre kein Vorwurf, Heulsuse, blöde, schon wieder jetzt. Es ginge die Tür leise auf, es wäre unbedrohlich, es führte sich ein durch Verständnis, durch Suche nach der seelischen Wirklichkeit, nach der Erklärungsbedürftigkeit in der Seele des Menschen, den man so antrifft. Von Mitleid geht da die Rede, wer wird sich schon nach den Tränen eines anderen erkundigen, wenn ich in dem Bemühen, sie zu trocknen und zu trösten? So etwas sucht man in so einer Situation und man ahnt dabei nicht, dass dieses andere, was da durch die Tür hineinkommt, Teil von einem selber ist. Und das entwickeln wir jetzt psychologisch weiter. Ach, antwortete das Mädchen, ich soll Stroh zu Gold spinnen und verstehe das nicht. Sprach das Männchen, was gibst du mir, wenn ich dir's spinne? Mein Halsband, sagte das Mädchen. Das Männchen nahm das Halsband, setzte sich vor das Rädchen und schnur, 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 dreimal gegangen war die Spule voll. Dann steckte es eine andere rauf und schnur, 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 dreimal gezogen war die zweite voll und so ging das fort bis zum Morgen. Alles Stroh war versponnen und alle Spulen waren voll Gold. Bei Sonnenaufgang kam schon der König und als er das Gold erblickte, erstaunte er, freute sich. Aber bis dahin, wir könnten denken, das Wunder ist geschehen. Die Aufgabe, die seelisch erfüllbar wäre, einen armseligen Vater zu trösten, dass er nicht strohdumm, strohtrocken, strohtaub ist, sondern eine Kostbarkeit, wenn er sich in seinem Sein wahrnimmt, die sich psychologisch lösen ließe, ist im Äußeren natürlich in einer rein alchemistischen Magie vollkommen unerfüllbar. Wahnsinn, wie wir gerade noch sagten. Aber offensichtlich in der Aufrechterhaltung einer grotesken Lüge der Hochstapelei durchführbar. Eigentlich ein Dauerbetrug, auf den der König aber nur allzu gut von Anfang an eingehen möchte. Was wird, wenn wir das Leben der Müllers Tochter beschreiben, also in Wirklichkeit sein? Sie wird den anderen eine Kunst vormachen, die von denen geglaubt wird und auch gierig genug aufgegriffen wird. Sie muss, um selber zu leben, sich derart veräußern, dass sie alles in die Hartmacht setzt, das Kunstwerk zu beherrschen, wie man aus dem Nichts alles macht, aus dem Wertlosen das Allerkostbarste. Sagen wir den Bankentrick, wie man Fiatgeld erfindet, wie man aus den Schulden anderer durch Verschuldung anderer selber Reichtum schaffelt. Wie man aus der Spekulation mit Armut in der Nahrungsmittelbörse in Chicago Millionen Gewinne eintreibt. Wie man zugreift bei denen, die nichts mehr haben und an der Armut anderer sich bereichert. Solche Kunststücke kann man lernen. Ein kaltes Herz, hätte Hauff davon geschrieben, verführt durch den Gnom, der man bleibt und der immer größer wird in seiner Gierigkeit und Armseligkeit. Wenn man das Gefühl, ich bin zu wenig durch Armut, verlagert in die Habmachtansprüche, ich kann etwas werden durch Reichtum, durch Betrug, durch Geldscheffeln, durch eine Arbeit, die so tut, als wäre am Ende das Gold kostbar. Auch das könnte mitunter eine Wahrheit haben. Wir schauen in unser eigenes Herz und wir fragen uns, wie ist das, wenn wir einen Menschen in unser Herz einschließen. Wir setzen uns nicht selber weinend in Traurigkeit und Einsamkeit in die Kammer des Königs, sondern wir schließen einen Menschen, den wir gerne haben, inklusive von dem, was er nicht ist, nicht darstellt, nicht kann, in seiner Armut,
in seiner Größe, die wir sehen, gerade wegen seiner Armut, in unser eigenes Herz. Dann könnte es sein. Stroh wird Gold. Sie mögen nicht Freunde der Edda sein, das hat man den Deutschen beinahe ausgetrieben. Isländische Mythologie, germanische Mythologie ist gefährlich für uns. Nein, germanische Mythologie darf man eigentlich gar nicht mehr interpretieren. Allenfalls, wenn uns Tolkien beibringt, dass daraus wunderbare Drehbücher für die Filmindustrie zu machen ist. Die germanische Mythologie ist wunderbar, wenn wir sie mal lesen, nicht zum Größenwahn. Da gibt es wirklich einen Gnom. Bockel heißt der. Der ist imstande, wenn er durch das strohene Haar der Sif, der Gemahlin des Gottes Thor, fährt und berührt nur dieses Haar, die feinen Fädchen in Gold zu verwandeln. Dann muss er ein Liebender sein. Anders wird das nicht gelingen. Sie streicheln das Haar einer Frau und es ist Gold. Es kann gefärbt sein, wie es will. Allemal ist es wunderschön, über alle Maßen kostbar. Und dabei die Feinheit, jedes Härlein selber, nur durch die Berührung der Liebe schon. So wäre das Wunder möglich. Aber genau das wird hier nicht erzählt. Wir haben alles, was mal Symbol war, in die Begriffe. Und zwar handfeste Begriffe, zum Angreifen der Wirklichkeit, zum Ergreifen der äußeren Realität, zum Machtgewinn, zum Geldgewinn, zu verwandeln. Das ist unsere Wirtschaft. Du bist gar nichts wert, wenn du nicht in Kapitalform etwas auf den Markt bringst. Wann bist du systemrelevant, hatten wir ja in Corona-Tagen. Was können wir da alles abschaffen? Du bist das, was du hast. Haben wir auch gelernt in Corona-Tagen, ganze Kliniken konnten geschlossen werden, weil nicht genügend Personal. Und warum haben wir nicht genügend Personal? Weil Menschen zu teuer sind. Menschen müssen wir abschaffen, sie sind nicht Teil der Kapitalbildungsvorgänge, die sich selber regenerieren und steigern müssen. Pflegepersonal bringt kein Geld, kostet nur Geld. Schulen haben nicht genügend Lehrer, Lehrerbildung bringen kein Kapital, allenfalls in künftigen Generationen. Sie kosten erstmal Geld. Also haben wir zu wenig Pflegepersonal, zu wenig Lehrer. Kitas, da wollten wir die Kinder doch hinbringen. Müssen wir schließen bei Corona, auch zu wenig Leute. Und warum? Kosten Geld und bringen kein Geld. Was bringt uns Geld? Die Digitalisierung. Wenn wir Apparate haben, die können sprechen, die können Dienst tun, die können Kinder unterrichten, sind fehlerfrei, die bringen Geld. Vor allem beim Verkauf der Geräte, bei der Herstellung der Geräte, bei den Algorithmen, die wir erfinden für die Geräte. Das ist Kapital, das ist relevant. Solche brauchen wir. Und wenn schon Corona ist, Pharmaindustrie, BioNTech, Mainz, ein reicher Ort. 14 Milliarden, glaube ich, haben die da gewonnen. Alleine in anderthalb Jahren Corona. Und das wird so weitergehen. Wir haben gerade eine Fabrik in Australien vor aufzubauen. Und bei Krieg kann man verdienen. Rheinmetall macht gerade eine Panzerfabrik in der Ukraine auf. Das ist systemrelevant im System. Und wir haben Könige, die müssten jetzt zufrieden sein. Nach einer versponnenen Nacht ist alles geschehen, was sie brauchen. Aber das Märchen ist realer, als wir glauben können. Denn so geht es jetzt weiter. Der König, sein Herz ward am anderen Morgen, als er sieht, es geht doch, Stroh kann zu Gold werden, nur noch goldgieriger. Aus Zeitgründen ist ihm das Weitere wie von alleine übertragbar. Je mehr er bekommt, desto mehr wird er wollen. Je mehr die Tochter leistet, desto höher gelegt wird der Leistungsmaßstab und desto ärmer wird es. Beim ersten Mal, haben wir gerade gehört, hat der Gnom als Gegengabe für seine Dienstleistung das Halsband genommen. Auch das kann manchmal schön sein. Es kommt nicht darauf an, wie eine Frau sich schmückt. Sie sehen sie schon als schön und dann kann es eine Lenkung auch der Augen sein, das Geschmeide um den Hals, auf der Brust, in ihr Herz hinein zu schauen. Wenn eine Frau sich das wegnehmen lässt, ist ein Verlust an Schönheit, auch an Selbstwertgefühl, an etwas Vorzeigbarem.
Eine Frau muss nicht eitel sein, um etwas zu vermissen. Sie muss auch nicht erst glauben, durch ein bestimmtes Kettchen oder Kreuzchen oder eine Anstecknadel besonders auf sich aufmerksam machen zu müssen. Ist eine Beraubung der Schönheit, von der eben noch die Rede war. Und denken wir uns mal, jemand sitzt wirklich Tag aus, Tag ein, Nacht für Nacht in der Kammer, arbeitend, Leistung tragend, Erfolg nach Hause bringen, Reichtum heckend, dann wird man es irgendwann bemerken. Du siehst aber müde aus, die Ringe um deinen Augen, du musst ein bisschen auf dich achten. Du wirst immer älter, viel zu schnell, das sagen die Kolleginnen. Und man gibt sich zu, vor den Spiegel treten, da ist etwas dran. Aber dann ist es eben so. Beim zweiten Mal ist es Ärger, in der zweiten Nacht wird der Gnom den Fingerring wollen. Das können Sie manchmal physisch erleben. Dauerstress stört nicht nur das Immunsystem, er kann zur Arthrose führen, Gicht krank machen. Dann haben Sie Frauen, wenn Sie auf deren Hände schauen, sind die Gelenkknochen so verdickt, dass wirklich der Ring nicht mehr darüber wegzuschieben ist. Es kann eine Weile lang gehen mit Seife, mit Badezusätzen. Und dann muss man den Ring aufschneiden, damit er überhaupt noch über den Finger geht. Es tut alles weh, jede Fingerbewegung so verhärtet wird. Die Motorik durch die Seele. Beim dritten Mal wird es arg. Der Gnom kommt und er erklärt, er wird noch einmal die Kammer mit Stroh in gefühltes Gold verwandeln, wenn sie die Königin, die Müllerstochter, das verspricht, was sie als erstes zur Welt bringt, ihr Kind. Das muss sie versprechen, ihre eigene Zukunft und eigentlich noch viel mehr. Sie heiratet den König und wir können sie uns denken, dass es gründlich anders ist als noch in der Geschichte vom Aschenputtel. Sie hat es geschafft, aber an der Seite eines Mannes, der genauso schlimm ist wie der eigene Vater. Wohlgemerkt, den hat sie geliebt, aus Verantwortung für seine Not. Diesen Geldgierigen, Ausbeutenden, mit Todesdrohungen, gefügig machenden, diesen Haustyrannen in allem, diesem Erpresserischen, diesem Würgegemahl, kann man eigentlich nur Widerstand leisten im Geheimen. Man wird ihn nie lieben. Man wird ihn scheuen. Man kann ihm nicht widersprechen. Man bleibt weiter gehorsam. Aber wie gespalten wird das Herz einer solchen Königin jetzt? Sie hat nur noch Gefühle, die sie nicht haben darf. Sie hat Gedanken, die sie mit sich selber in Widerspruch bringen. Sie muss ständig etwas tun, das nie ihr eigenes Leben ist. Jetzt hat sie sich schlimmer verkauft, denn Sonja bei Dostojewski als Prostituierte. Alles ist ihr genommen. Nicht nur ihr Körper, ihre Seele, ihr Ich, ihre Persönlichkeit. Alles verschleudert ans Geld. Das ist, was sie meinen. Wenn die Bibel sagt, ihr müsst euch entscheiden. Gott oder den Mammon. Die ganze Welt oder ihr selber. Eure Seele oder das Haben. Und woran glauben wir in unserer Gesellschaft? Hat Gandhi nicht vollkommen recht, als er schon in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sagte, in Europa glaubt man nicht an Gott, man glaubt ans Geld. Sonst im Übrigen wären von dort nicht immer wieder die schlimmsten Kriege in die Welt gegangen. Man hat Geld, um die Welt zu beherrschen. Macht will man global, hegemonial beanspruchen. Die einzige Macht. Könige sind so. Und man muss sie bedienen. Verschoben hat sich von einem mitleidwürdigen Vater auf einen habgierigen König, dem man Widerstand leisten müsste. Aber das tut nicht das Mädchen hier, die Königsgemahlin. Vermutlich ist sie selber stolz, es geworden zu sein. Sie hat es geschafft. Sie kann jetzt wirklich nicht wie die Frau, von der ich eben erzählte, mit dem Vater am Fenster sitzen, in der Angst verhaftet zu werden. Sie kann stolz herabschauen von der Burg auf die Untertanen. Und so würde es bleiben. Gäbe es nicht in der Seele von Frauen noch ein ganz anderes. Über ein Jahr brachte sie, die Königin, ein schönes Kind zur Welt.
und dachte gar nicht mehr an das Männchen. Da trat es plötzlich in ihre Kammer und sprach: Nun gib, was du versprochen hast. Die Königin erschrak und versprach dem Männchen alle Reichtümer des Königreiches, wenn ihr das Kind gelassen würde. Aber das Männchen sprach: Nein, etwas Lebendes ist mir lieber als alle Schätze der Welt. Da fing die Königin an zu jammern und zu weinen, dass das Männchen Mitleid mit ihr hatte. 3 Tage will ich dir Zeit lassen, sprach es. Wenn du bis dahin meinen Namen weißt, sollst du dein Kind behalten. Diese Überraschung muss ich noch erläutern. Das eine ist, man verspricht etwas, man lässt sich ein auf ein Leben, das gar keines ist. Man betrügt sich selber, ohne es zu merken. Am Ende ist das alles unbewusst. Das Freud so nannte eine Dauerquelle eines erkrankten Daseins, von dem man gar nicht mehr ahnt, wie es zustande kam. Man lebt nicht selber, man wurde gelebt. Aber es ging aufwärts und man schien damit einverstanden. Man kam sich vor als Retterin für den eigenen Vater. Das Motiv war einmal Zuneigung, Verantwortung, Liebe, Anhänglichkeit, Hilflosigkeit, lauter Dinge, die man lieb haben könnte. Aber dass man damit jetzt unter der Diktatur des Gegenbildes des eigenen Vaters in Gestalt des tyrannischen Königs sich selber versklavt, das hat man so nicht geahnt. Wie kann man das überhaupt begreifen? Eine Frau gebiert ein Kind und jetzt kommt ihr der Gnom dazwischen. Das ganze Märchen hat darin seinen Höhepunkt. Und ich erzähle es Ihnen jetzt mal, wie Sie es glauben sollten und müssen. Ein Dogma, an das wir politisch glauben, ist die Vereinbarkeit von Beruf und Haushalt. Wir haben eine Generation von Powerfrauen, die können das, die verkraften das. Wie stellen wir uns vor, das normale Leben einer Powerfrau mit 2 Kindern, das heißt 1,3 Kinder des statistischen Durchschnitts nach. Eine Powerfrau kann das selbstverständlich. Morgen steht sie auf um 6 Uhr, weckt spätestens um 7 ihre Tochter, fährt mit ihr zur Schule, daran vorbei, dann zur Arbeit, arbeitet 8 Stunden lang, dann haben wir die Mittagspause eingerechnet, ungefähr 17.30 Uhr, dann kommt sie nach Hause von der Arbeit, hat sie das Geld verdient und dann ist ihr Kind von der Kita zurückgekommen und weil sie eine gute Mutter ist, schließt sie es glücklich in ihre Arme. Sie ist endlich froh, ihr Kind doch wiederzusehen, spielt mit ihm, fragt, was es gelernt hat, das Kind auch in der Schule mitgebracht hat, nach den schulischen Leistungen. Dann ist das Abendessen, zwischendrin putzt sie noch und macht sie die normalen Dinge, Wäsche in die Maschine aufhängen, ein bisschen kochen, was möchtest du gerne, wenn es das nicht mitgebracht hat schon. Dann haben wir 9 Uhr abends, was macht dann eine richtige Powerfrau, eine moderne, tüchtige Frau? Natürlich ein Fortbildungskurs. Im Saarland müsste man Französisch können, wenn man empfohlen werden will, für eine neue Stellenbewerbung. Englisch sowieso, Betriebsenglisch muss man können. Oder noch im eigenen Fachgebiet kann man dabei lernen, man muss sich weiterentwickeln. Dann haben wir 11:30 irgendwann des Nachts, dann hat man auch noch einen Ehemann, da muss man auch noch was mit anfangen oder mit sich machen lassen, egal. Morgen früh um 6 geht es wieder weiter. Powerfrauen, vorbildlich, steht wirklich so in der Zeitung. Und wie es dahin gekommen ist, braucht man gar nicht mehr zu wissen. Es ist ja das Bedürfnis der Frauen. Frauen müssen arbeiten, sonst bleiben sie abhängig von den Männern. Das war früher mal ganz schlimm. Und daran stimmt alle Male so viel. Männer konnten sich einbilden, sie sind wirklich systemrelevant für ihre Ehe. Frauen konnten sich nicht scheiden lassen, selbst wenn es noch so unglücklich war. Männer konnten mit ihnen machen, was sie wollten. Scheiden lassen kann man sich erst, wenn man wirtschaftlich selbstständig ist. Aber wie kam es dahin? Die Älteren erinnern sich noch, dass wir in den 60er Jahren die Frauen noch in den alten Familien ließen, wie sie waren. Wir holten uns Gastarbeiter. Über 1 Million. Und die machten lauter Arbeiten, für die wir uns zu schade wurden. Das heißt, die zu teuer gewesen wären, wenn deutsche Arbeiter sich dafür hätten bezahlen lassen. Unter Tage. Steinkohlenbergbau. Dafür brauchten wir aus der Türkei kommt oder aus Griechenland, Italien, egal woher, Gastarbeiter. Einfach für das Lohndumping. Irgendwann hatten wir auch den Steinkohlenbergbau nicht mehr so notwendig, machten uns davon durch Importgas unabhängiger. Dann hatten wir immer noch Aufgaben, für die wir Frauen jetzt
nötig fanden, nicht um die Frauen zu verselbstständigen, gesellschaftlich unabhängiger zu machen, wertzuschätzen, sondern eigentlich um das Lohndumping zu erweitern. Frauen als Arbeitskräfte verdoppelten das Arbeitsangebot. Also konnten wir eigentlich die Löhne um die Hälfte senken, grob gesprochen. Und Frauen konnte man im Allgemeinen billiger haben und mit Löhnen versehen als die Männer. Das waren die gelernten Facharbeiter. Die Frauen konnten das angeblich gar nicht so gut, mussten erstmal nachlernen, mussten sich bewähren. Die waren Billiglohnkräfte. Und so ging es dann weiter. Inzwischen hat die Gewerkschaft dafür gesorgt, dass die Löhne angeglichen wurden. Dann hatten wir das Problem zwischen Ost und West. Da konnten wir wieder Lohndumping im Osten betreiben. Immer waren wir für das Kapital günstig, indem wir die Menschen versklavten. Menschen sind zu teuer, lernen wir. Aber jetzt haben wir das Problem, dass eine solche Powerfrau ein Kind hat, für dem es Mutter sein müsste. Und wie soll das gehen? Sie haben eine Frau, die gelernt hat, nur so werden zu müssen, wie sie beschrieben wurde. Als Sklavin des Gnomes, der sie geblieben ist. Wenn es Kinder ist, das den Vater rettet durch Fleiß und Erfolg und für mütterliche Gefühle kaum noch imstande. Sie wird das Kind wirklich weggenommen bekommen. Gestohlen von dem Gnomen. Sie kann nicht Mutter sein, so wie sie sein müsste. Und das versprach ich Ihnen, ist das Kostbarste an diesem Märchen. Ich erlebe das immer wieder. Männer kommen in die Therapie, wenn sie beruflich nicht mehr klarkommen. Aber Frauen können in die Therapie kommen, weil sie zentral daran leiden. Ich bin Mutter, ich möchte doch meinem Kind nicht im Wege stehen, aber immer erlebe ich, kommt irgendwas dazwischen. Irgendein Verbot, ein Gebot, meine Gefühlskälte, die ich hasse, so will ich überhaupt nicht sein. Aber es ist, wie wenn ich manche Dinge gar nicht dürfte. Mein Kind hat ganz normale Wünsche. Es möchte mit mir spielen, das möchte ich auch, aber dann habe ich nicht die Zeit dafür. Ich habe sofort Schuldgefühle, ich verplemper ja die Zeit, da bin ich nicht für da. Ich möchte dem Kind irgendetwas kaufen, aber das kostet Geld, das darf ich nicht. Das hat es nie gegeben. Immer kommt der verdammte Gnom dazwischen in der Sprache dieses Märchens. Ich möchte Mutter sein, aber kann es nicht sein, darf es nicht sein, war es nie, habe das ganze Leben andersrum gelernt. Und jetzt kommt der Gnom herein und erklärt, ich will gar kein Gold. Etwas Lebendes ist mir das Wichtigste. Zum Kuckuck, das sage ich mir doch selber, etwas Lebendes ist viel mehr wert als das ganze verdammte Gold. Das hasse ich selber. Aber das musste ich ja gewinnen, damit der König mich nicht umbringt, damit mein Vater zufrieden ist, weil die Gesellschaft es so will, weil alle es so machen, weil anders gar kein Erfolg möglich ist. Ich bin mir fremd geworden, allen Menschen fremd geworden und jetzt auch meinem Kind. Sie können das mit Schimpansenversuchen machen. In den 50er Jahren gab es in Amerika, wo auch sonst, einen Forscher, der herausfinden wollte, wie Tiere fühlen, indem er ihnen beibrachte, wie sie nicht fühlen. Harry Harlow hieß das Genie. Und damit es möglichst den Menschen ähnlich war, machte er das mit Schimpansen und anderen Primaten und brachte ihnen bei, wie Kinder groß werden bei Müttern, die nie Mütterlichkeit erlebt haben. Man hatte sie isoliert erzogen, in Käfigen. Sie hatten nie Mutterliebe kennengelernt. Sie waren außerstande zu lieben. Sie hätten nie ein Männchen an sich herangelassen, hätten das verdrümmert, verhauen. Doch nicht Sexualität mit irgendeinem Wüstling. Und wofür auch? Also musste man sie künstlich inseminieren und gebärfrüchtig machen. Nun hatten Mütter, die nie Mütter erlebt hatten und nie mütterlich geworden waren, Kinder. Und Harry Harlow wollte wissen, was sie damit machen. Das kann ich Ihnen erzählen. Sie konnten ein Kind nehmen und über den Käfigboden, wie mit dem Hubeimer, ziehen. Sie hassten ihre Kinder. Das dämliche Geplärre schon, die Zeitvergeudung, die Belästigung. Weg mit denen. So war man mit ihnen umgegangen. Das kann man haben. Mit Mensch und Tier, wenn man grausam genug ist. Manche Zeitgenossen meinten, wir haben noch nie so viel kranke Tiere erlebt wie bei Harry Harlow. Aber Harry Harlow gegen sein eigenes Wollen konnte uns eigentlich zeigen, wie unsere Gesellschaft umgeht mit Menschen in ihrer Unmenschlichkeit und was aus uns wird. Wir verlieren uns selber und anschließend die Fähigkeit, noch Kinder.
Gebären kann man haben, aber sie großzuziehen, geht schon gar nicht mehr. Computer, wenn das besser, Alexa wird schon mit denen reden können. Oder in der Kita irgendwie, oder der Lehrer. Und da können wir Ansprüche stellen, wie es richtig ist, weil wir es selber gar nicht mehr machen. Immer wissen wir am besten, was wir selber nicht machen, bei anderen, die es machen sollen. Ist ja klar. Und die bezahlen wir ja auch dafür. Alles im System. Wie gewinnt man das Kind zurück und darin sich selber? Die Geschichte kennen Sie, Sie werden sie selber nachlesen. Man muss den Namen des Gnoms kennen. Das ist, was ich mit einem Wort Ihnen nenne und im weiteren kommenden Samstag mit Ihnen durchgehen werde, was man Psychoanalyse nennt. Man muss sich selber auf die Spur kommen. Das Unbewusste versprachlichen. Lernen, sich selber wieder bewusst zu machen durch Sprachfähigkeit. Man muss davon reden dürfen. Dann geht das zu in der Realität wie im Märchen. Die Königin erfindet, um das Rumpelstilzchen zu bezeichnen, erstmal Wörter, die wie aus dem Lexikon stammen können. Ganz verrückte Wörter. Auch das erleben Sie. Jemand schlägt einfach das Lehrbuch auf. Was ist in ihm los? Worin besteht seine Entfremdung? Lauter griechisch-lateinische Fachwörter. Parentalisierung haben wir ja schon gesagt am Anfang. Ich bin gezwungen worden, mit meinen Eltern, nur noch mit meinen Eltern zu sein. Und deshalb kann ich selbst ja gar kein Eltern werden. Weder Mutter noch Vater. Ich bin halt nicht ich. Haben wir ein Wort für. Wie magisch. Wie in der Alchemie beim Zaubern. Nur so kommen wir uns nicht näher mit dem Auswendiggelernten. Man kann es auch in der Religion versuchen. Die Königin erzählt Kaspar Balthasar Melchior, das werden deine Namen sein. Irgendwas aus der Heiligenlegende. Auch das können wir beschwören fürs Verlorene. Für manche, die jetzt zuhören, wird der heilige Antonius der Wunschheilige sein. Immer hilft der Frauen, die den Autoschlüssel verloren haben oder die beim Autofahren wissen nicht, ob sie ihre Waschmaschine schon abgestellt haben. Der heilige Antonius weiß das dann. Auch damit könnte man weiterkommen, die Magie von Gebeten. Das alles hilft gar nicht. Es müsste am Ende dahin kommen, herauszufinden, wer man selber ist. Ein Gnom, der beginnt, nicht mehr damit einverstanden zu sein, dass er der Knirps, der Homunculus geblieben ist, im Wahn ganz groß herauskommen zu müssen. Das Outcoming ist identisch geworden mit dem Verkommen. Der Output identisch mit dem Selbstwegwerfen und alles Amerikanische als Erfolgsmanagement nur die Verfälschung seiner selbst. Da zerreißt sich der Gnom vor lauter Wut. Aber man hat einen Boten hingestellt, feinhörig herauszufinden, wie er schon sein Triumphlied singt. Wie lernt man sich selber zuzuhören? Wie lernt man sich selber kennen? Wie sendet man die Boten der eigenen Sensibilität so aus, dass man seine Wahrheit begreift? Dann, dürfen wir hoffen, ist der Spuk zu Ende. Und dann schreiben wir dieser Königin Glückwunschkarten. Nicht für ihre Hoftitel, sondern für ihre Menschlichkeit. Mit diesem Wunsch für heute möchte ich mich verabschieden, Ihnen ein schönes Wochenende wünschen, eine schöne kommende Woche. Bis zum nächsten Mal in Dankbarkeit, dass Sie heute dabei waren.